Nabend, Take 2. Okay. Freue mich, dass ich euch wieder was ganz Tolles zeigen kann. Ich habe euch berichtet von dieser blauen Pampe hier. Heisenberg Aroma von dem Shop 1live.dk von der Firma Kopsa. Ein dänischer Aromenproduzent, der ein sehr großes Augenmerk auf Anis, Absinth, Salmiak legt. Sehr viele Aromen mischt, die Grundnote sehr viel immer Lakritz ist. Aber sie auch andere Leckereien bestellen. Also mich hat das so überzeugt, auch diese Vorgebung, die sie da auf ihrer Seite haben. Misch diese 10 Milliliter Aroma mit 40 Milliliter Base VG pur und das wird dir wirklich ein wunderbares Geschmackserlebnis bescheren. Das habe ich getan und ich kann das nur bestätigen. Habe ich mich natürlich durch die Aromen da. Die haben das Typische, die haben so, was haben sie? Lauren und, warte, lass mich schauen. Perfumerance Aperitif, also Perfumeres Aprentic Aroma. Decadent, Flower West, Lauren, Capella, Tasty Puff. Und dann fängt's an. Boisenhuset, Flower Art, Inavera. Joe's Aroma, die eigenen, Veracura, Copsa, Lord of Liquid, Seedman, ja, Kristalle haben sie noch da, also schon abgefahren, was die alles auf der Seite haben an Aromen, vor allem, das bekommst du in Deutschland auch nicht überall. Ich hatte euch berichtet, ich möchte dann Lucky Banana. Ich stehe unwahrscheinlich auf Banane. Und das ist Bananenpudding. Wenn es nur im Entferntesten so schmeckt, wie es riecht. Also die typischen Fläschchen, das ist nichts anderes. Ich denke mal, den Aufdruck, der ist selbst gemacht. Das Copsa-Logo. Lucky Banana. Copsa 19%. Ich habe es mal in Google Translator rein. Dänisch ist nicht ganz so mein Hauptfach gewesen in der Schule. 10 Milliliter Copsa Aroma Lucky Banana. Ja, natürlich nicht pur dampfen, muss verdünnt werden. Köstlich cremiger Bananengeschmack. Unglaublich leckeren Pudding vermischt. Genau mein Ding. Sie sagen, in der VPG-Mischung 15%, in der VG-Mischung 19%. 19%, ich würde es jetzt wie mit dem Heisenberg halten, 40 Milliliter Aroma, die Flasche. Ich möchte das aber auch wirklich aromatisch ein bisschen mehr schmecken. Deswegen werde ich hier eine VPG, also eine 50-50-Mischung ansetzen. Ja. Und bei 15%, was müssen wir da nehmen? Wir haben 10 Milliliter Aroma und das sind 15%. Jetzt müssen wir rechnen, ne? Also, 15% sind 10 Milliliter. Wie viel sind 100%? Das sind dann 10 mal 100 geteilt durch 15. 10 mal 100 geteilt durch 15 gleich 66 Milliliter Base. Und das Fläschchen hier, habe ich das richtig gemacht? Wir haben 10 Milliliter Aroma, das sind 15%. Jetzt haben wir noch, mache ich doch ganz einfach, wir haben ja dann eigentlich noch 85, ne? 85 teilt durch gleich 5,6 mal 10 gleich. Also, Quatsch. Wir nehmen 55 Milliliter Base
Und diese 10 Milliliter haben dann insgesamt 65 und so wird's gemacht. Wir nehmen eine dunkle Flasche. Jetzt habe ich ein Problem bei 65 Milliliter Base. Das sind 60 Milliliter, 56, 55, das könnte gerade so passen. 55, 65, hier passen nämlich normalerweise 60 Milliliter rein und das ist dann voll bis oben hin. Das wird eng. Habe ich keine andere Pulle? Ne. Wir gucken mal. Also, ganz normale Base hier. Wartet, ich will was zuhalten. Normale Base, ne? Ist ja klar. VG und PG habe ich in 6 Milligramm. Hier habe ich jetzt VG. Bei 55, 25. 27,5. Das mache ich hier in ein sauberes Glasgefäß, weil bitte nicht aus der Flasche ziehen. Da kommt so schon beim Öffnen Sauerstoff dran und glaubt mir, macht das nicht mit eurer Mischspritze. Meine ist echt gereinigt, immer wieder danach. Nichtsdestotrotz bitte nicht damit in die Flaschen gehen. Ihr habt da keinen Spaß dran später, die geht euch kaputt. So, dann fangen wir an. 10. Zwanzig. 25. 26. 27. Okay, jetzt ist noch ein klein wenig drinne. Dann lasse ich das drinne und tue es PG drauf. Verschwenden müssen wir ja nichts. Und davon geht die Welt nicht unter, wenn ihr das PG aufs VG schüttet. Hauptsache, ihr macht es in einem extra Gefäß. So. Zack. Immer wieder gut verschließen danach. Und los geht's. Zehn, 20, 25, 26, 27. Ey, siehst du, das passt richtig gut. 27 und noch ein paar Reste, die sauge ich auf. Also haben wir hier jetzt circa 55 Milliliter Base drinne. Und da kriege ich auch noch die Flasche rein. Da schütte ich jetzt natürlich das komplette Fläschchen rein, weil ich mache da nicht groß rum und mische mir dann 10 Milliliter an oder was. Das ist mir zu blöd. Wenn es jetzt mir wirklich überhaupt nicht schmeckt, habe ich Pech gehabt. Ah, das passt ganz genau. So. Also, ihr merkt natürlich sofort wirklich eine ganz, ganz frische, reife Banane. Und das Geile ist, ihr kennt Bananenpudding. Das ist ja wirklich nun mal etwas, was es auch nicht so oft gibt. Guckt mal wenn ihr euren Einkauf macht, euren Wocheneinkauf oder wie auch immer ihr das macht, sucht doch mal einen richtigen Bananenpudding. Such ihn. Ja, Grand Dessert hatte einen aus dem Sortiment genommen. Der beste Bananenpudding der Welt. Schimpfe ich heute noch nach. Also eine ganz, ganz reife Banane und dann so ein richtiger Pudding. Du riechst den Pudding und ich habe schon wieder Wasserfälle im Mund. Da ist auch eine Vanille drin, glaube ich.
Wahrscheinlich wird es ein, wie nennt man das? Wie heißt das denn, dieses Zeug? Wie heißt denn dieses, Kustard, Kastard, ne? Boah, das wird der Hammer, ich schwör's euch. Okay. Bumm. Fläschchen wird behalten. Zug wird genommen. Ja. Kann ich auch nicht mehr in die Ecke legen. Der Lemo auf dem Tesla, DNA20. Unglaublich. Herrlich, ich schwör's euch, herrlich, herrlich. Macht das Heisenberg-Aroma, ihr werdet abdrehen. Okay. Davon habe ich halt ohne Ende. Natürlich ist die richtig, richtig gereinigt. Milliliter Bananenpudding. Ich freue mich. Ich werde jetzt jeden Tag mal dran riechen, jeden Tag schütteln. Übermorgen in 2 Tagen werde ich es nochmal in ein heißes Wasserbad legen, vielleicht auch in heißes Wasser und dann in Ultraschallreiniger. Da wird schön durchgemischt. Und dann tröpfeln wir. Nummer 1. Dann hatte ich ja den Kontakt mit diesem Shop. Ich hatte sie gefragt, weil ich finde schon, das gehört sich so. Darf ich denn auch hier sagen, von wem das kommt, auch wenn es mir nicht schmeckt? Und die waren vollkommen mit allem zufrieden und haben gesagt: Pass auf, wir haben eine eigene Aromareihe ebenfalls. Und zwar nennt die sich Joe's Aroma. Und hier, die sind echt günstig, das kommt noch dazu. Ich sende die mal mit. Pink Surfer. Wie wird das? Was haben Sie da? Ein süßlicher Geschmack. Sommer ist die beste Beschreibung. Ebenfalls, ja, nicht pur dampfen, muss verdünnt werden. Joe's Aroma ist unsere eigene Mischung von Aromen, welches einige unserer Meinung nach großen Geschmacksrichtungen ergibt. So übersetze ich es jetzt mal, das ist hier ein Kauderwelsch. Es sind die gleichen Aromen, die wir für euch in unseren gängigen Liquids haben, Joe's Juice. Und jeder Mix ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Erhältlich in 10, 30, 50 und 100 Milliliter. Empfohlenes Mischungsverhältnis 16%. Ich werde es mit 15 machen, das heißt gleiche Mischung wie hier. Ja? 15%, also nehmen wir jetzt wieder 55 Milliliter Base und das Fläschchen Pink Surfer. Bumm. Was brauchen wir? VG. Oh, das ist PG, egal. PG. Spritze. Zehn. Zwanzig. 24. Fünfundzwanzig Milliliter und VG Rest. Und das passiert fast immer, den ihr dann in eurem Glasgefäß oder wo auch immer habt.
tut mir den Gefallen und schüttet es nicht zurück in die Pulle. Wenn es wirklich viel ist, dann schüttet es in ein anderes Gefäß, aber nicht zurück in eure Hauptbase. Macht das nicht. Okay. Zehn. Vielleicht sollte ich etwas weniger Aroma erstmal probieren. Ich vertraue denen mal da. Das war bisher ganz korrekt, was die angegeben haben. 10, 20. Uiuiui. Nicht verzählen, das gehört dazu. 24, 25. Passt auf den Troppeln. 25, 26, 5. Also. Wunderbar. Und jetzt? Das erinnert an einen... Diese Geschmacksrichtung, die ich mit dem Geruch verbinde, sind diese Pads. Kennt ihr die? Mit Klick, Klack, Klick, dann kommen die vorne raus. Diese Pads haben so einen ganz eigenen... Tja, ein ganz eigenes Mundgefühl. Dieses Mundgefühl verbinde ich gerade damit. Dann riecht es pink, also wahnsinnig rote Beeren mit einer absoluten säuerlichen Herbe. Und gleichzeitig ein leichtes Candy-Kaugummi-Geruchsgefühl. Und also es zaubert einfach nur ein Lächeln aufs Gesicht, dieser Geruch. Das ist ja schon mal toll. Rosa, okay, entweder ich habe jetzt ein ganz klares Aroma bekommen, Mother's Milkshake Aroma. Ganz klar, ich habe es jetzt 3 Tage und es färbt sich. Also entweder ist hier ein Farbstoff mit drinne, ich kann es euch nicht sagen, oder eben, ihr wisst, es gibt Aromen, die haben eine Färbung. Das ist auch eine Mischung aus mehreren Aromen, wer weiß das. So, und dasselbe wie vorhin, rein damit, wir machen da nicht rum, oder ich mache nicht rum. Entweder schmeckt es oder es schmeckt nicht. Ich habe einige Freunde, mit denen ich ab und zu Kontakt pflege, die auch dampfen. Ein Arbeitskollege dampft mittlerweile. Meine Friseuse hat angefangen zu dampfen. Ihr Mann hat den Gesamtumstieg geschafft. Irgendeiner wird's mögen. Dann verschenke ich es halt. Okay, Nummer 1. Fläschchen wird behalten. Ihr wisst selber, kann man nie genug behalten. Ich behalte alle Pullen, die ich habe, wenn sie denn noch in Ordnung sind, draufgeschraubt und 65 Milliliter Pink Surfer. 50-50 Mischung, größtenteils etwas mehr PG durchs Aroma. Finde ich nicht schlimm, dampft auch gut. Gute Geschmacksträger, unser PG. Und hier dasselbe in grün. 1-2 Tage, jeden Tag mal dran riechen, jeden Tag schütteln, schütteln. In 2 Tagen ins Wärmebad. Und wir dröppeln zusammen. Okay, neues andere hingestellt hier. Jo. Ja, das brauche ich nicht beschriften. Das riecht so extrem. So. Dann tue ich das mal hier alles an der Seite. Klar, wenn ich hier fertig bin, wasche ich mir auch die Hände. Das müsst ihr natürlich machen. Ich meine, bei 6 Milligramm Nikotin wird hier keiner sterben. Aber das Aroma, ihr kennt es selber, das ein Tropfen an den Finger. Obwohl ich aufgepasst habe, alles riecht danach. Und ich wohne ja nicht alleine und ne. Ja, habt ihr in ihr müsst unbedingt im Dampfermagazin online müsst ihr nachlesen, ganz toller Artikel drin.
wie sie alle wieder abdrehen und uns das Dampfen malig machen wollen. Ich kriege das nicht auf die Kette, dass da so gegengewettert wird. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Das ist auch wieder, ich bin, glaub eigentlich so an, ja, die Gerechtigkeit. Ich weiß, ich spinne, aber so ist es einfach. Nur, ich werde immer wieder eines Besseren belehrt. Ich muss auch viel Vertrauensvorschuss in meinem Beruf haben, geben. Ja, ich kann nicht einen jungen Mann, der jetzt vom Erscheinungsbild oder von der Ausbildung her von vornherein abstempeln. Das geht in meinem Job nicht, ja. Ich gebe sehr viel Vertrauensvorschuss. Ich kriege zwar auch immer wieder auf die Birne dafür, aber anders geht es heutzutage gar nicht. Wenn du nicht ständig bereit bist, Vertrauensvorschuss zu geben und Fehler von anderen hinterfragst oder eigene Fehler auch reflektierst, kommt man heutzutage nicht weiter. Ich denke, das wisst ihr auch. Es fällt mir immer schwieriger, weil eben genau solche Sachen wie das Beeinflussen von riesigen Unternehmen oder riesigen Industriezweigen, dass die doch die Macht haben, solche Riesenorganisationen wie zum Beispiel WHO oder wie zum Beispiel deutsche Regierung in Klammergriffe zu packen und ihre Lobbyisten und ihre Tentakeln in den kleinsten Spalten haben und wenn es für sie aber wieder einen Reibach zu machen gibt, die dann zurückziehen können und es ist nie, als wenn es nie passiert. Das ist doch schon etwas, was mich nachdenklich macht. Das sind so Sachen, das finde ich auch nicht in Ordnung. Ich weiß gar nicht genau, was ich da noch sagen soll. Das ist doch eine Sache, die macht mir schwer zu schaffen. Vor allem, wenn ich das jetzt so erzählen möchte. Ihr merkt ja schon, ich tue mich damit schwer. Du musst da unwahrscheinlich aufpassen, was du sagst. Ich habe hier schon einmal durch Unwissenheit und durch, ehrlich gesagt, Gutgläubigkeit 3.000 Euro gezahlt. Will's gar nicht groß erzählen. Ich habe so einen auf die Fresse gekriegt. Keiner hat mich gefragt, was ist los. Es ist davon ausgegangen worden, dass ich ein Händler bin. Bin ich nicht. Und weil ich viele Bewertungen habe in der Dampfauktion, wo ich mich wahrscheinlich auch zurückziehen werde deshalb, hat mein Anwalt mir gesagt, da kommst du nirgendwo mit durch. Die werden einfach davon ausgehen, dass du das machst. Ich sage, ich arbeite jeden Tag 10 Stunden, ist denen egal. Ja, da habe ich richtig aufs Maul gekriegt. Richtig, richtig arg. Und vor allem, wenn ich sehe, wofür, dass das in jedem verschissenen Shop immer noch angeboten wird, unter diesem scheiß Namen, wo ich einen für auf die Fresse gekriegt habe. Aber meine Zeit wird kommen. Okay, Freunde. Das war jetzt mal wieder ein Aussetzer, den ich alle 5 Minuten habe. Ich freue mich unwahrscheinlich auf unser Tröpfel Night Fever oder wie auch immer. Und denkt dran, Vape safe and Vape on. Bye.